Hallo und herzlich willkommen. Diesmal Drive Club. Wir haben eine Club-Herausforderung bekommen, ein Zeitrennen. Ich habe es noch nie gemacht, sage ich gleich dazu. Ich weiß gar nicht, wie das hier funktioniert. Ja, 4 Stunden und 6 Minuten sind jetzt noch übrig und 5 Versuche habe ich anscheinend. Ich drücke jetzt einfach mal auf Spielen. Wir fahren mit dem BMW M5 Baujahr 11. Oder Modell 11. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir da eine bessere Zeit von, ich glaube, 3,46 war es gerade, hinkriegen. Ja, 3,46 ist zu überbieten. Beziehungsweise zu unterbieten. So. Das ist eine Gesamtstrecke, das ist keine Runde. Vor mir schon der Geist. Es wird hart. Ah, Stein im Weg. Und somit hat sich das erledigt. Wir fahren die Strecke trotzdem einmal zu Ende. Damit ich weiß, womit ich das hier überhaupt zu tun bekomme. Wie immer, die Gegend sieht fantastisch aus. Ah, vierter Gang, knapp 200. Eieiei. Ja, 4 Gänge hatte ich damals auch. Nur bin ich damit maximal 140 gefahren. Schon. Thunderfahrt, ja. Wenn es beim Hamburger SV nichts mehr wird, dann spielt er PS4. Prozent haben wir bis dato. Ja, da vorne ein bisschen rausgerutscht. Ja, wir gucken mal gleich, was ich für eine Zeit habe. Ach, nicht zu weit links, nicht zu weit links. So, 3,41 stand da oben rechts gerade, glaube ich.
Im letzten Sektor war ich schneller. Obwohl ich so beschissen gefahren bin. Also könnte man das packen. Das machen wir doch gleich nochmal. Neu starten. So, los geht's. Auf ein neues Club-Herausforderung. Schön infahren. Rechts, danach scharfe links. Rechts-Links-Kombi. Ah, verschaltet. Ah, da hatte ich den Stein vorhin mitgekriegt. Wieder scharf links. Er ist nur knapp vor mir, also viel Unterschied ist das bis dato nicht. Also schlecht fahren tut er nicht. Ziemlich ruhig. Da möchte ich eigentlich mal wissen, ob er Lenkradfahrer ist oder Padfahrer. Jetzt ist er weg. Okay, wenn man die Strecke natürlich nicht wirklich kennt, ist man hier eigentlich im Nachteil. .344 im letzten Sektor habe ich ein bisschen verloren. Da ist er schneller gewesen. Ist schon mal der zweite. Aber wir können ja noch mal. So. Nochmal. So eine Herausforderung nehme ich auch gerne an. Das ist
Ja, das ist eine Sache, die kann man wenigstens noch fahren. Und nicht diese hochgezüchteten Drecksautos, die man eh nie zu Gesicht bekommt. Da habe ich es vergeigt und ich war gerade so schön schnell. Scheiß Stein erwischt. Ah, da bin ich zu weit rausgetragen. Ja, das ist auch noch so ein Ding, was mich stört. Also das mit dem Sand. Ich meine, es ist zwar richtig, dass es abbremst. Ja, aber trotzdem bleibt ja eigentlich meine Drehzahl gleich und nicht, dass er mal runtergeht. Die sind schon bei der Schikane. Das ist auch mein dritter Versuch hier. Ich mach gleich den letzten. Meinen guten zweiten Platz habe ich ja schon. Jetzt kommen wir gleich zur Brücke. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen konzentrierter. Will das natürlich auch packen irgendwo. Noch nicht ganz. 344 ist noch gesetzt. Ja, weiter. So, einmal dürfen wir noch. Mal gucken, wie wir was machen. Auf alle Fälle hier in der Brücke. Im Tunnel schön. Schön eng und dann Gas. Verdammt. Ja, das meinte ich da mit dem Gras. Verschaltet. Na gut, bis dato sind wir noch alle halbwegs hintereinander. Muss ich gucken, wo ich was gut mache.
Okay, meine Zeit habe ich schon mal. Die Kurve hat er besser genommen, definitiv. Ist auch ein bisschen rausgetragen worden, aber er war recht schnell wieder auf der Straße. Jetzt habe ich mich komplett verschaltet. Eieiei, jetzt. Das war eben eigentlich die Strecke, wo ich ein bisschen Gas geben wollte. Was aber mal absolut nicht hingehauen hat. Aber naja. Jetzt kommt eine blöde Ecke hier. Meine Zeit schon wieder wett. Ja, verschaltet. Okay, meine Zeit ist noch hinter mir. Kommen wir gleich zur Brücke. Der zweite Sektor sah jetzt nicht so gut aus für mich. Scheiße. Da habe ich es versaut. Verdammt nochmal wieder. Mist, Mist, Mist. Ja, schade. Gut, dann haben wir bis dato nur den zweiten Platz. Den vorläufigen zweiten. Oh. Ist sogar noch ein bisschen schneller als vorher. 3,44, 8, 9, 7.3,44, 8, 9, 7 ist gesetzt. Ach, 9 Versuche? Habe ich nicht vorhin 5 gesagt? Dann machen wir nochmal einen. Und dann ist aber auch gut. Dann sind wir auch oft genug die Strecke gefahren. So. Verschaltet, scharfe Links. Ah, jetzt hat er mich schon wieder. Ich krieg die Krätze hier. Schalten nicht vergessen, ne? Habe ich vorhin sonst immer gebremst. Ja.
schon mal meine Zeit. Jetzt muss ich den Rest noch gut fahren und dann können wir vielleicht mal drüber reden. Fährt echt am Limit, der Typ. Also Respekt. Das war's. Einmal nicht aufgepasst. Hängt's im Grünstreifen und eine Planke. So eine lange links. Dann hat sich das geschissen hier. Verdammt. 3,48. Hier. Einmal machen wir noch. Aber den ist auch gut. Ah, verschaltet. Und Grünstreifen. Gerade noch so gefangen gekriegt, die Kiste. Mit Mühe und Not. Jetzt haben wir hier wieder die komische Schikane im Dorf. Na, halbwegs gut gefahren. Geht besser. Mit Sicherheit besser.
haben wir nicht aufgepasst. Ich breche hier mal eben ab und mach's mal eben neu. Ja, ich möchte neu starten. Das hat nämlich keinen Sinn. Weil die Zeit, die mir fehlt, die muss ich am Anfang gut machen. Und nicht später. Scheiße. Schon versaut. Aber nicht in den Grünstreifen gekommen. Ah, ich bin ja noch relativ dicht dran, ne? Vielleicht eine Sekunde gerade. Okay, da kann man also auch noch Zeit gut machen, wenn man die Kurve richtig kriegt. Da habe ich es wieder versaut, weil ich einmal angebremst habe. Und da fahre ich in Grünstreifen. Ja. Kackschikane, sag ich nur. Manchmal gern wissen, wie auf der Kollege die gefahren hat hier. Weil der kann die echt sauber fahren. Also da mal Hut ab. Ich meine, es gibt ja eh immer jemanden, der besser ist als man selber. Na, wenn er dann irgendwie wieder so ein Japaner um die Ecke kommt, der dann 11 Millionen Stunden gespielt hat, nur die eine Rennen hier. Oh, da habe ich sogar noch ein bisschen Zeit gut gemacht anscheinend. 3:42.167. Das geht. Zu 3:41. Der ist noch eine Sekunde schneller. Jetzt steht da 11 Versuche. War das noch eben noch 9? Nee. Jetzt ist auch gut. Wir hauen einfach die Zeit mal rein. Da sind ja noch weitaus mehr Clubs. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich habe echt keine Ahnung. 3 Stunden 36 zählt's noch. Ich lasse mich überraschen. Mal
Warte mal gucken. Laufende. Okay, das ist die laufende, ja, okay. Community ist vorhanden. Was haben wir da? Clubrennen, Audi A1 Quattro. 1,7. Ich will gar nicht wissen, was da für Zeiten gefahren werden. Aber das gucken wir dann beim nächsten Mal. Club driften, kriege ich nie hin. Clubrennen, 3 Minuten. Na gut, wir machen nächstes Mal weiter, vielleicht mit so einer Herausforderung, vielleicht auch mit was anderem, müssen wir mal schauen. Bis dann.